Willkommen zurück bei Let's Play Resident Evil Nummer 8 bei Village. Und jetzt gehen wir hier mal lang. Oh, ein Telefon. Mutter Miranda, ich muss euch leider mitteilen, dass Ethan Winters diesem Idioten Heisenberg entwischt ist. Weil er in meinem Schloss ist und meine Töchter sich an ihm die Zähne ausbeißen, wenn ich ihn finde. Nein, Mutter Miranda. Ja, natürlich, ich weiß, wie wichtig die Zeremonie ist. Verlasst euch auf mich. Zur Hölle mit der Zeremonie! Dieser Mann wird für seine Taten bezahlen! Die ist ein bisschen gereizt, die junge Dame. Ich habe gar nichts gemacht. Die Tochter hat mich angegriffen. Ich habe hier nur im Schloss rumgestöbert. Ich mache mal die Fenster kaputt. So zu unserer eigenen Sicherheit fürs Erste und dann... Sind wir jetzt wohl in den Gemächern von Frau Dimitrescu angekommen? Von der anderen Seite verschlossen gewesen. Was haben wir denn hier? Mutter rief uns zu sich, um zu entscheiden, was dem Vater des Kindes geschehen soll. Noch so ein Familientreffen, als ob diese Missgeburten meine Geschwister wären. Allein mit dem Gedanken wird mir speiübel. Besonders Heisenberg, dieser Schwachkopf. Selbst die Schweine im Wald haben bessere Manieren. Wenn Mutter nicht dazwischen gegangen wäre, hätte ich ihn an Ort und Stelle zerstückelt. Warum nur? Warum behandelt sie mich wie die anderen? Sie gab mir dieses Schloss. Hörige Töchter, ewiges Leben. Also muss ich doch etwas Besonderes für sie sein. Bin ich nichts Besonderes? Ich brauche einen Drink. Okay, das hat sich zerstört. Hier ist ein Schloss, das wird hier... Was haben wir hier noch? Eine Krippe. Rose, wo bist du? Ja, da könnte Rose gewesen sein, wer weiß. Okay, den Schlüssel haben wir noch nicht. Hier war verschlossen, ne? Ja. Okay, draußen auf dem Balkon hatten wir auch schon alles. Was haben wir hier? Lady Dimitrescu's Schlüssel. Okay, können wir hier wahrscheinlich... Nee, da von der anderen Seite. Du können wir es wahrscheinlich hier benutzen. So wie es aussieht. Oh, shit. Da bist du. All das für ein Kind, das nicht einmal hier ist. Was wollen Sie von... Ach, du undankbare kleine Kröte. Erst kommst du in mein Haus, dann vergreifst du Widerling dich an meinen Töchtern? Und jetzt versuchst du auch noch, mich zu bestehlen? Was fällt dir ein? Ruh dich gut aus, denn ich werde dich jagen und ich werde dich in Stücke reißen. Mach doch, du kannst mich mal. Echt mal, also was fällt dir ein, mich hier durch die sämtliche Böden zu prügeln? Ich ruhe mich hier aus und dann... Okay, wo zur Hölle sind wir jetzt schon wieder? Schießpulver, nehmen wir mit. Sehr gut. Schlamm ist Dimitrescu, aber wir wissen nicht, wo wir sind, oder? Nee. Haben wir leider nicht angezeigt. Pistolenmunition, das nehmen wir mit. Mehr ist hier nicht? Mehr ist hier nicht. Gut. Okay, gucken wir mal, wo wir sind. Hier gibt es nichts, sondern nur das Tor.
Okay, wo sind wir jetzt? Es scheint der Keller wahrscheinlich vom Schloss zu sein. Oder ein weiterer Teil des Kellers. Eventuell. Lay nehmen wir mit. Chemikalien nehmen wir mit. Okay, Keller ist leer. Da war das. Und hier können wir die nächste Tür öffnen. Oh, Scheiße! Als ob ich dich gehen ließe. Eher wirst du zerfleischt, als dass du dein Kind wieder siehst. Blöde Schnepfe. Ich werde dir zeigen, was es heißt, die Dimitrescu zu beleidigen. Die rechte Hand kann nichts mit nicht benutzt werden. Hi. Tschüss. Ja, fahr bloß nicht schneller runter. Oh. Bezahle mit deinem Leben! Halt die Klappe! Oh oh. Ich bin doch hier tot. Du blöde. Weiß ich nicht was. Nicht mit meinem Leben bezahlen. Ich will, dass du dich abhaust. Du kannst nicht davonlaufen! Bist du dir da sicher? Das lief, glaube ich, ganz gut für uns, auch wenn wir da halt weniger haben. Aber... Ach klar, wir sind hier im Winter. Wir kleben die wieder dran. Was ein Zaubermittel er da doch hat an Chemikalie. Aus dem Schloss entkommen. Also, nur mal so aus Neugier, ne? Wenn wir uns unsere Körperteile sozusagen wieder ankleben können, ne? Sind wir dann vielleicht so... Also ganz sauber von Pilzen können wir dann ja wahrscheinlich nicht sein. Habe ich so das Gefühl, wenn... Wenn wir uns unsere Hände zum Beispiel einfach wieder ankleben können. Ist, glaube ich, nicht so ein Zeichen dafür, dass wir relativ, dass wir ganz sauber sind. Okay, gut. Wir haben also den ersten Teil sozusagen. Da oben bist du. Fürs erste. Aua. Komm, geh auch wirklich dran, ich Idiot. Okay, wir haben Lady Dimitrescu's Gemächer fertig. Das war hier rein, ne? Genau, das war hier rein. Und das haben wir uns auch alles angesehen eigentlich. Genau.
heißt, wenn er jetzt auch tot ist langsam. So. Das heißt, wir haben jetzt auch eine Maske schon. Das heißt, wir müssen jetzt wahrscheinlich noch... So, ist das hier irgendwie unendlich? Kann das sein? Okay, das heißt, wir müssen jetzt wahrscheinlich noch durch die beiden Türen... Okay, jetzt reicht's. Ich geh jetzt hier durch. Ich geh mal zum Duke. Wir haben ja jetzt auch die Maske mit den zwei Dingern, glaube ich. Ja. Sehr gut. Eine der vier Masken haben wir. Ich bin froh, dich wohl aufzusehen. Wie stehen die Dinge? Keine Spur von Rose. Ich war wohl keine große Hilfe. Bitte verzeih. Nun, du wirst sie schon finden, sobald du dieses Schloss hinter dir lässt. Brauchst du irgendwas für deine weitere Reise? Ich habe mein Geschäft erweitert. Komm, sieh dich um. Ich speichere einmal vor hier und einmal nachher. Dann, das ist vielleicht. Speichern wir mal hier. Toll. Ja. Gut, wir haben gespeichert. Du möchtest etwas kaufen? Ja, das wäre sehr lieb. Und zwar. Ich habe neue Waren für dich besorgt. Wie wär's? Ja, ich möchte aber erstmal auf Ankauf gehen. Schätze, haben wir. 6 Stück kristallene Schädel. Oh, die sehen schon cool aus. Haben wir in Besitz. Die wollen wir natürlich auch alle. Billiger verkaufen. Flunder? Na schön. Gut. Okay. Waren, was hast du denn? Okay, jetzt müssen wir mal gucken. Was haben wir denn hier? Ware? Was ist das? Achso, Herstellung Scharfschützenmunition. Herstellung Scharfschützenmunition. Ja, das könnten wir. Wir können auch mehr Inventarplatz. Für 10.000 wäre vielleicht auch nicht so doof. Und dann nehmen wir noch... Bis jetzt kommen wir ja ganz gut zurecht mit den Waffen. Ich glaube, ich nehme einmal den Inventarplatz Herzlichen mit. Glückwunsch. Und damit entgeht dir wirklich gar nichts mehr. Hol schon mal die Scharfschützenmunition. Weil ich denke mal, wenn er die jetzt erweitert hat, werden wir demnächst... Sie ist als Investition, Ethan. Werden wir demnächst, bis nächstes Mal. Demnächst die Scharfschützenmunition, denke ich mal, auch finden. Okay, und dann ist jetzt die Frage. Hier ist ja noch das. Hier fehlt uns ein Dietrich. Speisezimmer haben wir immer noch nicht fertig. Und den Fahrstuhl, weil der noch nicht funktioniert und... Im Innenhof ist hier eine Tür. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir zum Innenhof und durch die Tür. Das macht ja wahrscheinlich dann am meisten Sinn. Oder? Da uns der Dietrich fehlt. Und halt das Speisezimmer. Fremde ekeln mich an. Ich geh mal kurz zum Duke. Okay. Gut. Frage, was machen wir? Endlich treffen wir uns. Okay, zum Duke geht sie nicht rein. Oh, sie haut auch nicht ab, ne? Okay, sie haut noch nicht so ganz ab. Ich muss mal anders hinsetzen. So, gut. Frage ist dann... Wie machen wir das? Ich würde sagen, wir laufen. La 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 la. Sieh an, da bist du. Ich bin gar nicht da. Hau ab.
Oh, fuck. Ich kümmere mich hier um deine kleinen Spielgefährten hier draußen. Das war klar. Oh, was hast du denn da? Nein, ich häng fest. Wo soll ich denn hin? Am liebsten weg von dir, du hässliche Schnepfe. Lalalala. Ich hau mal kurz ab. Oh. Kann ja gleich noch alles durchsuchen. Ich brauche irgendwo einen Safe-Raum. Alter. Kugel, Blume und Schwerter. Okay, ich mach mal ganz kurz. Einmal ganz kurz durchatmen. Wir brauchen nämlich Munition. Okay, wir haben eine Kugel. Moment. Kugel, Blumen, Schwerter. Eine Metallkugel, die mit einem Blumen und zwei Schwertern verziert ist. Kann ich mal angucken. Okay. Wird wahrscheinlich die Kugel sein für das... da unten. Konzertsaal, okay, Haupthalle. Konzertsaal. Wo sind wir? Küche. Wir sind im Innenhof links rein. Verkostungszimmer ist noch rot. Und Zellen. Ja, stimmt, da fehlt uns auch noch ein Schlüssel. Das ist okay. Wir sind jetzt also oben beim Konzertsaal. Ich bin aktuell ein bisschen unsicher, wo sie rumläuft. Ob sie hier mit reingekommen ist oder... Eher nicht. Ach komm, jetzt stirb. Danke. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte crouchen. Ich habe ein bisschen Schiss davor, wo sie gerade rumläuft. Sie scheint hier rechts zu sein. Von den Schritten her zu urteilen. Aber vielleicht soll ich das auch einfach nur denken. Wer weiß. Das Schloss ließe sich leicht knacken. Okay. Wo ist das Konzertsaal immer? Okay. Aber unten zum Innenhof, okay, und das ist rot. Ich guck mich erstmal kurz hier oben zu Ende um. Ein Tag nach der Behandlung. Jede Mädchen bewegen sich nicht mehr. Sie wirken fast wie tot. Aus dem Mund der Ältesten kam ein Insekt, geflogen, mit dem es sich um eine gemeine Fliege zu handeln scheint. Zwei Tage seit der Behandlung. Alle drei Körper sind zu Fliegen bedeckt.
Es scheint, dass sie das Fleisch der Mädchen verzehren. Als sich ein Fenster öffnete, fiel ein paar der Fliegen tot zu Boden. Die Kälte scheint sie erstarren zu lassen. Ich habe umgehend das Fenster geschlossen, um eine weitere Schwächung der Insekten zu vermeiden. 4 Tage seit der Behandlung. Alle 3 Körper sind fast vollständig von den Insekten aufgezehrt. Es sind lediglich dunkle, sich windende Kreaturen übrig, die entfernt an menschliche Gestalten erinnern. Es ist jetzt kurz nach Mittag und die Insekten beginnen ihre Farbe zu wechseln. Die im Gesicht werden blass, um die Lippen herum werden sie tiefrot. 6 Tage seit der Behandlung. Die Masse aus Insekten hat sich in menschliche Körper zurückverwandelt. Alle 3 Mädchen sind aufgewacht und haben mich wie Neugeborene angesehen. Ich spüre die Verbindung zwischen uns, die Mutter und Töchter. Ich habe bereits Namen für sie, Bella, Daniela und Cassandra. Okay, gut, die Behandlung, wie die bei 3 da zu den Flieglein geworden sind, haben wir jetzt gerade. Machen wir einfach mal die Einrichtung kaputt. Haben wir hier noch... Okay, wir haben hier noch was wegen dem Dietrich, klar. Von hier müssten wir gekommen sein. Der Lippenstift der Herrin ist unauffindbar. Wer ihn findet, möge ihn in ihr Badezimmer zurückbringen. Es ist eine Spezialanfertigung und sehr wertvoll. Die Oberkammerherrin. Okay, hier fehlt uns... Er passt nicht zu diesem Schloss. Okay, was da steht, können wir nicht lesen. Sehr schade. Okay. Von da sind wir gerade gekommen. Wenn er schlau ist, schließt das wieder ab, aber... Wir sind halt even. Karte des Schlosses, Nebengebäude. Das ist doch gut. Oh, hä? Karte des Schlosses, Nebengebäude. Okay, was haben wir denn da? Konzertsaal. Okay, also viel ist das jetzt anscheinend nicht. Was wir dadurch jetzt gewonnen haben. Die Musik ist so eklig. Okay, wir haben aber immer noch... Ah, das ist... Okay, das untere ist fertig. Das hier noch nicht, weil uns das hier fehlt. Okay. Sehr gut, das haben wir. Das hier ist noch nicht fertig, weil uns nämlich die Schublade da fehlt. Die hier. Okay, und jetzt können wir dann nach unten gehen in den Konzertsaal. Lay, das ist schon mal gut. Ich würde auch ganz gern einfach speichern. Rostige Reste. Das wieder verriegeln? Wäre eine Idee. Okay, von da kommen wir. Das heißt, der Konzertsaal ist aber noch nicht fertig. Warum bist du noch nicht fertig? Bah, hi. Wissenschaftlicher Name, Größe 5 bis 6 cm.
also größte wissenschaftliche Name Schnicks, Größe 5 bis 6 cm. Ähnliche Körperstruktur wie die vom Schmeißfliegen, wobei sich im Kopf Unterschiede zeigen. Sie sind Fleischfresser und äußerst aggressiv in ihrem Fressverhalten. Auf Beutejagd verspüren sie Pheromone, um sich zu sammeln und die Gestalten eines Menschen zu imitieren. Sie können sich nicht selbst reproduzieren, sondern entstehen, wenn ein Kadu Eier in seinen Wirt legt. Sie reagieren empfindlich auf plötzliche Temperaturstürze. Fällt die Temperatur unter 10 Grad, reduziert sich ihr Stoffwechsel und das absolute Mindestmaß und ihr Körper versteifen sich. Man könnte dieses Pheromon vielleicht mit der Kryptobiose bei Bärtierchen oder Polypedilum Wanderplanki vergleichen. Ah ja, okay, klar. Was gibt's denn hier? Okay. Können wir Klavier spielen? Spiele eiserner Schlüssel. Ich glaube, dass wir den haben, ist nicht so gut. Aber ich bin mir da nicht sicher. Ich sag ja, das ist nicht so gut. Sag ich doch. Fremde ekeln mich an. Halt die Fresse. Schmiedeeiserner Schlüssel, wofür? Ich geh speichern. Tschüss. Ich hasse die echt. Aber ich mag die nicht. Okay, sie müsste jetzt ja theoretisch drüben sein. Das heißt, wir können hier mal ganz entspannt durchlaufen. Und ihre Vasen hier sind übrigens wieder heil. Ich hasse die, echt. Ich gehe einmal schnell speichern. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, speichern. Okay, ist die Kugel für hier? Das können wir ja mal ausprobieren. Ist sie? Okay, ah, okay, ja, gut. Das, okay, das scheint falsch gewesen zu sein. Okay, das kann man irgendwie einfach so, zack. Okay, hier kommen wir so einfach rüber. Okay, jetzt vielleicht nicht so schnell da um die Ecke. Das könnte, ja, ja, ja. Röhrenschiff freigeschaltet, ruhige Kugel. Roter Schädel. Geil, kann ich mir den angucken? Untersuchen. Geile Scheiße. Sehr cool. Nehmen wir mit. Kann ich den verkaufen? Du möchtest etwas kaufen? Ja, sicher. Roter Schädel. 8000. Oh ja. Nehmen wir weg. Hier, komm. Aha. Damit. Haben wir wieder was? Können wir vielleicht unsere Knarre verbessern? Die haben wir schon. Die Schrotflinte. Ja, wollen wir die verbessern oder wollen wir die nicht verbessern?
Magazingröße, Feuerkraft. Komm, wir besser mal Feuerkraft. Schädel. Wenn du willst, kann ich deine Waffen auf Hals und Back. Haben wir doch schon. Zack. Einbruch. Okay, wir haben jetzt dann von Lady Dimitrescu einen schmiedeeisernen Schlüssel. Ein kleiner Schlüssel. So abgenutzt, wie er ist, wurde er wohl häufig benutzt. Wahrscheinlich für... Wo ist die Tür denn gewesen? Moment. Wo war... Ach, die Tür war hier und dann oben irgendwo, ne? Das müsste hier der Schlüssel zur Bibliothek, müsste das sein. Atelier, Halle der Freude, Haupthalle. Ja, die müsste, das müsste der Konzert, ja, das müsste das sein. Okay, gut, aber das erfahren wir erst in der nächsten Folge von Resident Evil 8. Bis dahin, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao!